voll viel entjungfert und so. So ekelhaft. Ekelhaft. So, vorerst wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich mit dem Hintergrund drehe. Und nächste Folge, Folge Nummer 14, seht ihr dann wieder den alten Hintergrund. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 13 von Are You The One irgendwo in Thailand. Heute geht's mal wieder nur um Jana, Ryan und Sidhar. Die drei sind wirklich die Hauptcharaktere dieser Staffel. Deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim Anschauen dieser Stressfolge und los geht's. 30.000 Euro. Martin, was machen wir? Eine Viertelmillion Euro. Und obwohl Martin ein richtiger Blender ist, der wird auch heute noch einen richtig dummen Kommentar ablassen, lässt er sich vom Geld nicht blenden, denn er weiß, dass sie nichts bekommen, wenn sie das Spiel am Ende nicht gewinnen. Ist Quatsch, machen wir nicht. Machen wir nicht? Machen wir nicht. Gut. Das war jetzt auch wirklich die erste Aktion, wo ich wirklich sage Chapeau. Chapeau, später wird sie sich noch denken, Martin, was für ein Loser. Und außerdem, wieso schaut Edda immer so skeptisch rein? Wir müssen das wissen bei denen, wir müssen das wissen. Die Erkenntnis ist immer besser wie das Geld. Alle sind sich einig, aber das ist die Erkenntnis. Krass. As always, krass. Dabei waren sich alle so sicher, dass die zwei ein Perfect Match sind, aber anscheinend doch nicht. Like we thought. Da war sich so sicher mit Sina. Ist ja gar nichts, ne? Das Problem mit Sandro und Sina ist, dass sie anscheinend mit keiner anderen Person sonst reden. Sie sind wirklich sehr eingeschränkt in ihrem Fortschritt und haben bis jetzt nur einander gedatet. Wir waren uns irgendwo ziemlich sicher, ne? Und nach dem Gespräch heute auf dem Date noch mehr sicher. Scheiße. Ja, Edda, das hast du richtig erkannt, aber Maya, sie hat die Lösung für alle Probleme. Sie, ja. Demnach müssten jetzt wirklich zwei andere Paare in die Matchbox, die wichtige Erkenntnisse bringen. Ach was, wirklich? Zwei andere Paare? Ja klar. Und was tut man nach der Enttäuschung von keinem Match? Wir brauchen jetzt eine fette, geile Party. Genau, ein Hoch auf die Loser von Are You The One 2023-24. Die Party ist am Gang, würde ich mal sagen. Boah, die machen mich fertig, ne? Ryan ist immer noch hin und weg, sobald die zwei Silikonpäckchen vor ihm wackeln. Er kann sich einfach nicht konzentrieren, wenn sie sich vor ihm bewegt. Ich habe Janas Hinterkopf gesehen, wo sie halt Richtung Ryan gegangen ist. Es sah für mich aus wie ein Kuss. Das war so hässlich. Walla frei, walla frei. Wall, wall, walla. Er und Jana sind schon seit mindestens 3 Folgen offiziell getrennt. Aber er kriegt's immer noch nicht hin. Er kriegt jeden Tag Eifersuchtsattacken wegen ihr. Ich hab eine Idee. Wir können eine Sache machen. Nichts machen, aber so aussehen, als würde was. Ja, aber. Und dann einfach läuft. Ich habe erst gedacht, Maya möchte jemanden eifersüchtig machen. Aber nein, sie ist nicht wirklich die hellste Kerze auf dieser Torte. Eigentlich finden die beiden sich ja wirklich gut, aber sie wollen für die Show einfach nur vorspielen, dass sie gerade in der Ecke rummachen und sie denken halt nicht mit, weil Mikros alles aufnehmen. Auch wenn man flüstert, hört man natürlich alles, wenn es am Körper klebt. Naja, und jetzt schauen wir zurück zu Jana und Sidhar. Dort werden die Probleme auch nicht weniger. Dann werde ich einfach nicht mehr mit dir reden. Nicht mehr, gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Warum? Weil ich das nicht für korrekt finde. Aber wenn du mir das bis dahin sagen kannst, tut's mir leid. Sidhar möchte eine Entscheidung. Entweder sie entscheidet sich für ihn oder für Flexer Ryan. Aber Jana möchte sich beide Optionen warm halten. Das ist Erpressung. Nein, guck mal, weißt du, was das Problem ist? Du kannst dich nicht entscheiden. Kann ich mich auch nicht. Okay. Ich kann verstehen, dass er eine Entscheidung haben will, aber ich kann euch garantieren, dass es nicht passieren wird. Nicht in dieser Folge. Ich stehe hier und weiß nicht, was ich machen soll. Wenn das für mich einfach wäre, würde ich es tun. 100% ist mir scheißegal, was ist. 100%. Definitiv nicht. Sein Ego ist immer noch kaputt. Und zur Aufmunterung dieser Kackstimmung gibt's eine Feuershow, so wie in jedem Format, welches in Thailand gedreht wird. Und danach wird Ryan misstrauisch. Gestern Nacht haben wir 2 Stunden geredet, heute im Pool eine Stunde. Ja, was soll ich machen? Ja, aber keine Ahnung, was wollt ihr denn reden die ganze Zeit? Angeblich weiß sie, was sie machen will, weil sie muss sich ja entscheiden, aber sie weiß es dann doch nicht wirklich, weil sie es nicht weiß. Ja. Dass ich mich für dich entscheide. Das hast du ihm gesagt.
Ich war kurz davor, aber... Hör, du hast es ihm nicht gesagt. Nee, natürlich nicht. Sie will sich alle Optionen offen halten. Genauso wie Ryan auch. Und es kann ja auch passieren, dass er sich wieder Schock verliebt in eine andere. Und dann möchte Jana zurück zu Sida. Ich habe auch gesagt, ich will den ersten Kuss mit dir extrem schön haben, weil ich dich einfach so wow finde. Das ist das Einzige, was er will. Die Trophäe Jana abholen, einen Kuss geben und dann kann er sie genauso wegschmeißen wie die anderen vier Frauen davor auch und eine neue suchen. Boah, du bist so eine dumme Sau, Jana, ich schwöre. Sie sind ja wirklich so kurz davor. Es braucht nicht mehr viel und dann überkommt sie tatsächlich die Gier und sie schallern los. Heidewitzka, du! Die lecken sich doch förmlich den Magensaft aus der Rachenhöhle. Und nachdem sie mit Ryan rumgemacht hat, redet sie dann endlich mit Sida und möchte eine Entscheidung verkünden. Okay, dann hast du deine Entscheidung getroffen, so. Für mich ist die Sache dann tatsächlich gegessen, so. Alles gut. Easy. Easy, sagte er vor 3 Tagen auch schon, aber dann ist er doch wieder in seine Eifersucht reingeschlittert und genauso wird es heute auch sein. Also viel Glück und so. Er guckt einen nicht so tief in die Augen, ihm fällt das schon sehr schwer. Und Jana fällt schwer, die Augen aufzuhalten, weil ihre Wimpern die Augen ständig runterziehen. Gibt's noch was? Nein, ne? Ja. Okay. Ciao, ciao. Ich habe das Gefühl, sie bereut es und sie wird sich wieder umentscheiden und ich bekomme gerade eine Störung aufs Ohr, denn es gibt die sinnloseste Auseinandersetzung ever. Du bist mir egal, ich küsse dein Herz. Dann sag sowas doch nicht. Ich hab's nicht gesagt. Doch, hast du gesagt. Ich hab's nicht gesagt. Hab ich das gesagt oder hab ich's nicht gesagt? Ich hab gesagt, ich hab es nicht gesagt. Du hast es aber vorhin gesagt. Ich hab es nicht gesagt. Ich küsse dein Herz. Herzensküsser, die einander egal sind, haben es 9-mal nicht gesagt. Was für Pappnasen. Und dann geht's wieder um ein anderes Problem. Du bist nicht glücklich. Nein. Ich wünschte, der Sida wäre in Ryans Körper. Boah, das ist eine harte Aussage. Sie hat sich kaum entschieden und schon möchte sie wieder den anderen Typen. Jana ist für mich halt kein spannender Mensch. So. Das ist auch einfach nur todnervig. Todnervig oder nicht? Ich verstehe nicht, wieso sie jetzt wieder mit... Wieso sie wieder mit Sida knuddelt, obwohl sie sich für Ryan entschieden hat. Voll interessant auch. Ja, mega. Kino, Popcorn. Aber eigentlich wurde Ryans Lebensgeschichte jetzt nur umgedreht. So wie er bisher andere Frauen verarscht hat, bekommt er jetzt seine eigene Kacke vor die Haustür gestellt, denn sie ist wieder an Sida dran, so wie er es auch immer getan hat. Das Problem ist, dass ich ihn so gerne hab, denn sie da das... Das Problem ist einfach sie. Genau wie ihr Ryan auch, wenn sie die Trophäe erreicht hat, wenn sie den Typen bekommen hat, dann ist das Ganze erledigt und sie sucht sich einen anderen Typen, den sie anflirten kann. Trauerstimmung bei Ryan. Er kann sich einfach nicht erklären, wieso sie jetzt wieder an Sida hängt, aber Jana hat eine logische Erklärung für alles. Eine Entscheidung ist auch immer so eine Momentaufnahme und da kann sich noch vieles ändern. Ja klar, deswegen heißt es ja auch Entscheidung und nicht eine von 2 Optionen, denn eine Entscheidung, die kann man ja widerrufen und eine Option, das ist eine fixe Entscheidung. Ja, wir feiern eine geile Party. Ich habe richtig Bock auf die Party, weil endlich komme ich aus dieser Villa raus. Super Leute sind dabei. Das kann unglaublich werden. Los geht's. Aber natürlich hat sich die Produktion dazu entschieden, nicht alle Personen auf die Party zu lassen. Aber Sida und Jana dürfen auf die Party und Ryan stellt deswegen Regeln auf. Nicht mit Sida tanzen, nicht mit Sida flirten und nicht mit Sida rummachen. Ja. Ja, ich bin mir sicher, das wird sie nicht einhalten. Aber jetzt sehen wir erstmal eine absolut hirnlose Aussage. Also wenn ich nicht wählerisch wäre, wäre ich ja bei 700 oder so. Ich habe voll viele entjungfert und so. Aua. Boah, Martin, deine Aussagen sind so ekelhaft. Ekelhaft. Ja, da kann ich Edda zum allerersten Mal zustimmen. Ein richtig ranziger Typ aus dem letzten Loch gekrochen. Er denkt, er ist was, aber obviously wollen ihn die Frauen in der Show überhaupt nicht haben, weil er absolut ekelhaft ist, der Martin. Ich glaube, sein Ego ist wirklich so. Nicht nur sein Ego. Und Janas Ego auch, denn sie hat was versprochen, aber hält es nicht wirklich ein.
Was ist jetzt, wenn sie mit Sida tanzt oder so? Ja, also wir verstehen uns sehr gut, Sida und ich. Kein Flirten, kein Küssen, kein Tanzen. Nee, na was denn sonst? Sie tanzt doch offensichtlich mit ihm. Er hat sogar seinen Arm um sie geschlingelt. Was ist die, was, wo, wie, wer will? Erstens tanzen und zweitens definitiv flirten. Ich meine, die sind 5 cm von dem Kuss entfernt. Sind die wieder zurück? Oh mein Gott. Ist nichts passiert. Wo wart ihr? Alle 3 Punkte eingehalten? Alle dabei. Oh, dann freut er sich wie ein Piepfratz, der kleine Ryan, aber sie hat ihn angelogen. Ich hoffe, das kommt noch ans Tageslicht, diese Lüge. Meine Chaya ist wieder. Und obwohl sie da mit Jana abgeschlossen hat, ist er der Meinung. Ich kann. Safe. 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 Tamam. Verstehst du? Ja. Wenn er sie rumkriegt, dann bin ich gespannt, was mit Ryan passiert. Ob er weiter baggert oder ob er sich eine andere sucht. Es ist Matching Night Nummer 6 und die Bubis dürfen wählen. Martin. Lisa Marie. Paolo. Sina. Kevin. Lina. Etty. Maya. Sandro. Afra. Dida. Julia. Ryan. Edda. Das war's. Aber natürlich geht's in Folge Nummer 14 weiter. Hier jetzt wie immer ein kleiner Spoiler zur nächsten Folge. Und natürlich auch die ganze Liste an Matches, die sich gewählt haben. Aber ja, ich freue mich auf Folge Nummer 14. Ich bin gespannt, was in diesem Dreieck weiterhin abgeht. Wenn ihr weitere Formate nicht verpassen wollt, wie zum Beispiel Temptation Island, das große Wiedersehen oder Bachelor in Paradise, die ganze Staffel, dann könnt ihr sehr gerne den Kanal hier oben abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe und ciao, ciao. Ich habe Hunger und hole mir jetzt was zum Futtern.